General McNerney, der amerikanische Militärgouverneur für Deutschland, hielt in Berlin eine Pressekonferenz ab, an der zum ersten Mal auch deutsche Journalisten teilnahmen. Rückblickend auf seine 15-monatige Erfahrung sprach der General zu Fragen der Besatzungspolitik, der demokratischen Neugestaltung Deutschlands und über die Zukunftsaussichten im Hinblick auf die Moskauer Verhandlungen. General McNerney kehrt im März nach den Vereinigten Staaten zurück, um bei den Vereinten Nationen die Funktion eines militärischen Beraters der amerikanischen Regierung zu übernehmen. Sein Nachfolger in Deutschland ist General Clay. Vor der Strafkammer des Landgerichts Frankfurt am Main begann der bisher größte Euthanasie-Prozess. 27 Ärzte, Pfleger und Angestellte stehen unter Anklage des Massenmordes an Tausenden von hilflosen Menschen in der Gaskammer der Heil- und Pflegeanstalt Hadamar. Der Staatsanwalt schildert die Methoden, mit denen nach außen hin die Beseitigung der Opfer getarnt wurde. Die Angehörigen der Kranken wurden über deren Verbleib und Schicksal bewusst irregeführt. Sie erfuhren zunächst nur, dass die Patienten auf Anordnung des zuständigen Reichsverteidigungskommissars aus kriegsbedingten Gründen in ein anderer, noch nicht bekannter Anstalt verlegt worden seien, deren Anschrift durch eine Berliner Dienststelle zu erfahren sei. Nach einiger Zeit kam dann zunächst die Mitteilung, der Kranke sei in der neuen Anstalt gut angekommen und kurz danach die Nachricht, dass an einer Lungenentzündung, Darmkatarr, Entkräftung oder dergleichen unerwartet verstorben sei. Der leitende Arzt der Anstalt, Dr. Bodo Gorgas, erhielt nach eigener Aussage seine Instruktionen direkt aus der Parteikanzlei in Berlin. Abschließend stellte der Staatsanwalt fest, insgesamt sind der Aktion bis Ende August 1941 in Deutschland rund 70.000 Kranke zum Opfer gefallen. Unter großer Spannung der Öffentlichkeit wurde das Nürnberger Spruchkammerverfahren gegen Franz von Papen, den ehemaligen Vizekanzler und Botschafter des Dritten Reiches, zum Abschluss gebracht. Nach seinem Freispruch durch das internationale Militärtribunal hatte sich Papen nunmehr wegen seiner Schuld gegenüber dem deutschen Volk zu verantworten. Der Prozess enthüllte die Hintergründe der deutschen Politik vor dem Aufkommen des Hitlersystems. Papen hat, wie sich im Verhandlungsverlauf ergab, der Nationalsozialistischen Partei in einem Augenblick, da sie den Höhepunkt bereits überschritten hatte, mit allen Mitteln zu neuem Aufstieg verholfen und den Kanzlerposten für Hitler freigemacht. Der Diplomat der alten Schule verfolgte dabei nicht zuletzt auch eigene Ziele, musste es aber erleben, dass die Entwicklung über ihn hinwegging. Als Wegbereiter des Nationalsozialismus wurde Franz von Papen zu 8 Jahren Arbeitslager und weiteren Sühnemaßnahmen verurteilt. 17 Monate Untersuchungshaft wurden auf die Strafe angerechnet. Der bayerische Minister für Sonderaufgaben und auch der Angeklagte legten gegen das Urteil Berufung ein. Die österreichische Regierung hat Antrag auf Auslieferung Papens gestellt, um ihn wegen Vorbereitung des Anschlusses zur Rechenschaft zu ziehen. Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres kam Herbert Hoover in seiner Eigenschaft als Leiter des amerikanischen Ausschusses für Ernährungshilfe nach Deutschland. Der frühere Präsident der Vereinigten Staaten wurde auf dem Rhein-Main-Flughafen bei Frankfurt von General McNerney empfangen. Seine Reise gilt dem Studium der Ernährungslage, ihrer Probleme und deren Lösung. In Begleitung Hoovers befand sich eine Kommission amerikanischer Wirtschaftsfachleute. Zunächst erfolgten Besprechungen in Berlin, an denen auch General Clay teilnahm. Einer Zusammenkunft mit britischen Behörden und deutschen Regierungsvertretern in Hamburg folgte eine Ernährungskonferenz in Stuttgart. Hoover erklärte, es sei beabsichtigt, einen 2- bis 3-jährigen Ernährungsplan aufzustellen, mit tatkräftiger Unterstützung der amerikanischen und britischen Regierung. Hoover wird nach seiner Rückkehr nach Washington
Präsident Truman Bericht erstatten. Im Curio-Haus in Hamburg verhängte das alliierte Militärgericht unter seinem Präsidenten, dem englischen Generalmajor Westrop, das Urteil über die Verantwortlichen für das Konzentrationslager Ravensbrück, das größte und furchtbarste Frauengefängnis der Geschichte. 16 Männer und Frauen hatten sich wegen unmenschlicher Behandlung und Ermordung von Tausenden von Häftlingen aller Nationen zu verantworten. Die Angeklagten wurden einzeln vorgeführt, um ihr Urteil entgegenzunehmen. Zum Tode durch den Strang wurden verurteilt Johann Schwarzhuber, der ehemalige Lagerkommandant von Ravensbrück. Die ehemalige SS-Oberaufseherin Dorothea Binz. Carmen Maria Mori, deren abenteuerliche Laufbahn sie zu einer Zentralfigur des Prozesses werden ließ. Insgesamt verhängte das Militärgericht in 11 Fällen die Todesstrafe. Die übrigen Angeklagten erhielten langfristige Freiheitsstrafen. Die zweimonatige Verhandlung enthüllte eines der furchtbarsten Kapitel menschlicher Grausamkeit und menschlichen Leidens. Ravensbrück war, nach den Worten einer norwegischen Zeugin, die Hölle auf Erden.